Wissen für die Kriege von heute. Aber wie sehen die Kriege von morgen aus? Kriege der Zukunft haben ein hohes Maß an Unberechenbarkeit in sich und ein hohes Potenzial, schnell zu eskalieren, wenn Waffen mit Massenvernichtungsmitteln im Spiel sind. Step 4, initiate switch. Counter clockwise, momentarily in release. Der tausendfache atomare Overkill in der Hand von nur einem Dutzend Staaten hat die Welt verändert. Nach dem Fall der Blöcke und dem Ende des Kalten Krieges wuchsen die Hoffnungen auf ein Ende des nuklearen Wettrüstens. Ist die Ära der atomaren Gefahr vorüber? Es wäre schön, wenn die atomare Bedrohung in Bälde vorüber wäre. Aber ich glaube, realistisch betrachtet kann man das nicht so sagen. Es sind noch so viele Atomwaffen auf dieser Welt, ich rechne etwa 40.000 Nuklearsprengköpfe im Moment. Und die Abrüstung, die ja nach Verträgen durchgeführt wird, geht relativ langsam. Verschrottet werden vor allem die alten Spaltwaffen des Hiroshima-Typs und ihre Nachfolger. Die Sprengköpfe gelten heute als kaum einsatzfähig, weil sie riesige Gebiete verwüsten und verstrahlen. Gleichzeitig werden die Atomwaffen der dritten Generation gebaut, vor allem die Neutronenwaffe. Sie arbeitet nach dem Fusionsprinzip und wurde weniger für die Abschreckung als vielmehr für den taktischen Einsatz entwickelt. Neutronenbomben töten sofort und zerstören wenig. Die USA, Russland und China besitzen sie bereits. Die Nuklearwaffen sind auch in diesem Sinne weiterentwickelt worden, dass die einzelnen Waffeneffekte entweder verstärkt oder geschwächt werden konnten. Ich denke da zum Beispiel an die Neutronenbombe, bei der insbesondere der Strahlungseffekt sehr stark erhöht worden ist, die Strahlung verstärkt worden ist gegenüber den Druck- und Hitzewirkungen, die gegenüber einer normalen Atombombe eben geschwächt worden sind. Ungeachtet aller Abrüstungsversprechen forschen vor allem die USA und Frankreich an der nächsten atomaren Waffengeneration. Sie arbeiten an kleinen, maßgeschneiderten Kernwaffen für regionale Konflikte. Die Teststoppabkommen werden dazu geschickt umgangen. Hier am Lawrence Livermore Institute in Kalifornien wird eine gigantische Testanlage gebaut, mit der das Atomwaffenarsenal der USA auf seine Funktionsfähigkeit getestet und in Schuss gehalten werden soll. Der Teststoppvertrag von 1997 verbietet zwar jegliche Atomwaffentests, nicht aber Grundlagenforschung und Bestandsprüfung. In diesem Gebäude, so groß wie ein Fußballfeld, wird der größte Lasergenerator der Welt installiert. Mit einer Spitzenleistung von 500 Billionen Watt, das ist mehr als die ganze Welt an Energie verbraucht, sollen hier winzige Kernschmelzen erzeugt und damit Atomzündungen ohne Atomtest untersucht werden. Die Anlage nutzt die Energie von 192 Hochleistungslasergeneratoren. Die Laserstrahlen werden durch Spiegel verstärkt, bis sich ihre Leistung auf das 3-Quintillionfache steigert. Mit der gebündelten Energie der Lasergeneratoren sollen Atomkerne verschmolzen werden. Bislang benötigte man für die Kernfusion eine Atombombe als Zünder. Aber das ist laut Teststoppabkommen verboten. Die aufgeheizte Energie des Lasers wird quer durch die ganze Halle in eine Kugel aus Stahlbeton geleitet und auf einen kleinen vergoldeten Fingerhut gebündelt. Der Fingerhut ist mit schwerem Wasserstoff gefüllt, der unter dem Druck der Strahlung fusioniert und schließlich bei 100 Millionen Grad explodiert. Wie eine Atombombe in Miniformat. Supercomputer können daraus errechnen, wie Atomwaffen altern. Aber wozu dieser Aufwand, wenn Atomwaffen offiziell abgerüstet werden sollen?
Es ist nie ausgeschlossen, dass mit einem solchen Forschungsinstrument auch wieder Waffenforschung betrieben werden kann. Und die nächste Generation von Nuklearwaffen würde eigentlich darin bestehen, dass ich vollständig auf den Spaltzünder verzichten könnte und eine reine Fusionswaffe bauen könnte, die also keinen Kernspaltungszünder mehr benötigt. So selbstverständlich die Vereinigten Staaten aufrüsten, so wenig wollen sie selbst Zielscheibe eines Angriffs werden. Deshalb plant Amerika das nationale Raketenschutzschild. Das umstrittene Programm mit dem Namen National Missile Defense, kurz NMD, ist eine schwierige Technologie. Wird irgendwo auf der Erde eine Rakete gestartet, erkennen Spionagesatelliten der USA Startpunkt und Flugziel der Rakete innerhalb von Sekunden. Rund 30 militärische Satelliten sind dafür im Einsatz. Hunderte von Radaranlagen und Sensoren am Boden ergänzen das US-Beobachtungsnetz. Während die feindliche Rakete auf die USA zurast, werden die Daten aller Beobachtungsposten ausgewertet. Ein Supercomputer errechnet aus Lage und Geschwindigkeit der Rakete ihre Flugbahn und kalkuliert die Gegenmaßnahmen innerhalb einer Minute. Der Gegenschlag beginnt. Eine Abwehrrakete startet aus einem versteckten Silo in Alaska. Die USA wollen hier 100 Raketen stationieren. Die Abwehrrakete wird von Satelliten, dem GPS-System und Radar auf das feindliche Ziel gelenkt. Kurz vor dem Rendezvous setzt es eine kleine Minirakete aus, die auf das feindliche Geschoss zufliegt, es selbstständig erfasst und sich blitzschnell in seine Flugbahn manövrieren kann. Über dem Ozean, in etwa 200 Kilometern Höhe, trifft die Minirakete das feindliche Geschoss und löst den Atomschlag aus, bevor es den amerikanischen Kontinent erreicht. In den USA hat man bereits mit dem Bau der Raketenabwehr begonnen, obwohl der ABM-Vertrag dies strikt verbietet. Kritiker fürchten, dass China und Russland weiter aufrüsten werden, um das Gleichgewicht der Abschreckung aufrechtzuerhalten. Ob NND technisch je funktionieren wird, ist allerdings umstritten. Zu schnell sind die Geschwindigkeiten, wenn zwei Raketen aufeinander zufliegen. Das sogenannte Kill Vehicle, also Tötungsfahrzeug, muss sein Ziel zentimetergenau treffen. Es kann sich mit seinen Steuerdüsen autonom bewegen und opfert sich schließlich beim Zusammenstoß über dem Ozean. Das Kill Vehicle wurde erfolgreich getestet und bereits in Versuchsraketen installiert. Zahlreiche Fragen bleiben jedoch ungelöst. Etwa wie das Kill Vehicle den Sprengkopf von den Attrappen unterscheiden will, die jede Angriffsrakete zur Täuschung auswerfen kann. Neben der Raketentechnologie ist NMD auch ein Programm der USA zur elektronischen Aufrüstung. 32 neue Infrarotsatelliten werden ins All geschossen. Zusammen mit einem digitalen Radar sollen sie jede Flugbewegung auf der Erde erfassen, melden und auswerten. Im Oktober 1999 wurde die Raketenabwehr erstmals komplett getestet. Die US Air Force startete in Kalifornien eine Langstreckenrakete und steuerte sie auf die Marshallinseln zu. Im Pazifik löste dies den NMD-Alarm aus. Computer starteten die Abwehrrakete und lenkten sie mit Hilfe von Radar und Satelliten auf die Langstreckenrakete zu. Von Osten der Angriff, von Westen der Gegenschuss. Ganz wie in der Doktrin der Vergangenheit. Die Computerauswertung zeigt die letzten Sekunden im Leben des Kill Vehicle. 5, 4, 3, 2, 1.
Mark. Zwei von fünf Tests waren bis heute erfolgreich. Weniger umstritten und viel weiterentwickelt ist der Laser als Zukunftswaffe. In Albuquerque, New Mexico, arbeitet die US-Luftwaffe an einem gigantischen Laserprogramm. Laser entsteht durch das optische Pumpen von Licht. Das erzeugt Photonen der gleichen Wellenlänge, die schließlich als Licht mit hoher Energie entweichen. Das Laserlicht ist scharf gebündelt und verliert seine Energie auch nicht auf große Distanz. Nur, Laserlicht war bislang zu schwach, um ernsthaften Schaden anzurichten. Das hat sich gründlich geändert. Dieser Hochenergielaser brennt alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Je stärker, desto besser, ist die Philosophie in den USA. Die US Air Force setzt sie bereits in die Praxis um. Der luftgestützte Laser ist derzeit eines der wichtigsten Waffenprogramme der USA. Er ist Teil der neuen Militärstrategie und wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft Krieg führen werden, völlig verändern. Unsere Fähigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit auf 400 Kilometer Entfernung eine feindliche Mittelstreckenrakete abzuschießen, ist ein riesiger Fortschritt für die Welt. An aggressive theater ballistic missile is a tremendous leap forward in capabilities for the world. Der luftgestützte Laser ist in einem militärischen Jumbojet eingebaut und kann mehrere startende Raketen hintereinander aus der Luft vernichten. Bis 2009 soll eine Flotte von 7 Flugzeugen weltweit einsatzbereit sein. Ein Vorteil ist, dass wir über alliiertem oder neutralem Gebiet operieren und über 400 Kilometer weit schießen können. Der andere Vorteil ist, dass wir eine Rakete schon kurz nach dem Start treffen. Was sie auch immer an Bord hat, ob chemische, biologische oder atomare Fracht, die Rakete fällt mit ihren Sprengköpfen auf das Land zurück, das sie abgefeuert hat. Die erste Boeing 747 wird gerade ausgeweitet und zum Laser-Jumbo umgebaut. Vorne sind der Kommandostand und die Lasermodulation. Lasergeneratoren und Chemietanks füllen die Economy Class. Die Flugzeugnase wird durch eine vollbewegliche 7-Tonnen-Linse ersetzt, die den Laserstrahl blitzschnell auf das bewegliche Ziel lenken kann. Weitere Laser vermessen Lage und Bewegung der Zielrakete sowie Dichte und Brechung der Atmosphäre. Der Messstrahl, der die bewegliche Linse an der Flugzeugnase leitet, gibt seine Messwerte an den Lasergenerator weiter, der im hinteren Teil der Maschine sitzt. Der Hochenergiestrahl geht dann durch diese Leitung wieder zurück, wird entsprechend gewandelt und schließlich über diese bewegliche Linse auf die Rakete abgefeuert. Die Rakete explodiert und fällt auf die Erde zurück. Vierzig Sekunden nach dem Start durchbricht die Rakete die oberste Wolkenschicht, wird vom Messstrahl des Flugzeugs erfasst und fixiert. Innerhalb von 10 Sekunden muss der Laser-Jumbo feuern, sonst ist die Auftriebsphase der Rakete vorüber. Der Megawatt-Laser schweißt ein Loch in den Raketentank und die Rakete explodiert. Versuche an einer Raketenhülle aus Titan zeigen die enorme Kraft des Lasers, die er auch auf große Entfernungen nicht einbüßt. 1,3 Milliarden Dollar kostet das Programm. Der erste Schuss ist für 2003 vorgesehen. Die schneeweißen Sanddünen von White Sands im US-Bundesstaat New Mexico. Hier entwickeln die USA gemeinsam mit Israel ein mobiles Raketenabwehrsystem. In der Missile Range steht die modernste Laserkanone der Welt.
Israel lässt sich diese exklusive Technologie 200 Millionen Dollar kosten. In 5 Jahren soll sie im Heiligen Land stationiert werden und feindliche Kurzstreckenraketen, etwa Katyushas, abwehren. Erste Tests verliefen positiv. Okay, we got a target. 06. Zwei Testraketen werden kurz hintereinander verschossen. Der Infrarotlaser sucht sich sein Ziel, feuert mit hoher Energie und kann ohne Nachladen blitzschnell mehrere Raketen nacheinander anpeilen und abschießen. Okay, he's down, I'm skipping. Fired on a second one. In Deutschland hat man den Hochenergielaser vor 10 Jahren ad acta gelegt und einen anderen Weg eingeschlagen. Im deutsch-französischen Institut Saint-Louis, südlich von Straßburg, hat man einen gepulsten Laser entwickelt, der sein Ziel nicht verbrennt, sondern mit kurzen Lichtblitzen kaputt hämmert. Die Glasplatten sollen in diesem Versuch durch den Laser zerstört werden. Laserstrahlen dürfen nach der Genfer Konvention nicht gegen Menschen eingesetzt werden. Ein solcher Laser soll auf Bomben mit optischen Linsen gerichtet werden. Fertig. 1, 2. Im Hochgeschwindigkeitsfilm kann man die einzelnen Pulse erkennen, die das Glas in Schwingung versetzen und gleichzeitig ringförmig schmelzen lassen. Diese Spannung hält das Glas nicht lange aus und platzt. Alle modernen Zielbomben sind mit optischen Linsen ausgestattet. Das militärische Ziel eines solchen Laserpulsers wäre es, die Optik heranfliegender Zielbomben zu zerstören. Ohne Suchkopf sind diese Hightech-Geschosse blind und verfehlen ihr militärisches Ziel. In Saint-Louis forscht man seit Jahrzehnten vor allem auch an Kanonentechnologie. Regelmäßig kommen amerikanische Waffenexperten hierher, um sich ein Rohr mit einem Gewirr dicker Stromkabeln anzusehen. Denn an diesem deutsch-französischen Institut entsteht die Kanonentechnologie der Zukunft. Die elektrische Schienenkanone, auf Englisch Railgun. Die Railgun ist etwas ganz anderes als eine Pulverkanone. Die Railgun ist eigentlich ein technisches Instrument. Sie arbeitet ohne Pulver, ohne Explosivstoffe, nur mit anderen physikalischen Kräften, und zwar mit elektromagnetischen Kräften. Die blaue Tonne dient als Auffangbehälter und kann den Testschuss wissenschaftlich auswerten. Fast 1 Meter Panzerstahl steht bereit für einen Schuss im Versuchslabor. Die elektrische Schienenkanone wird nur mit Strom betrieben. Das Kanonenrohr mit Kaliber 50 mm ist mit 200 Kondensatoren verkabelt, die zusammen 10 Megajoule Energie speichern können. 4 Magnete beschleunigen das Geschoss wie ein 4-Gang-Automatikgetriebe. Bei einer Pulverkanone werden heiße Gase, die von Treibladungspulver erzeugt werden, zur Beschleunigung des Geschosses benutzt. Diese heißen Gase können höchstens eine Geschwindigkeit von 2000 Meter pro Sekunde erreichen. Bei der Railgun sind keine Gase im Spiel, sondern nur elektromagnetische Kräfte. Und deswegen existiert diese Grenze der Geschwindigkeit nicht. Man kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, bis auf 3.000 bis 4.000 Meter pro Sekunde. Die Schienenkanone nutzt die physikalische Lorentzkraft. Im Innern des Rohres werden 2 Metallschienen mit einem Stromstoß aufgeladen. Dazwischen liegt das Geschoss, wie eine leitende Brücke. Die geladenen Schienen wollen, wie gleichpolige Magnete, auseinanderstreben. Dies aber verhindert das dicke Kanonenrohr aus Kohlefaser. Das Einzige, was fliehen kann, ist das Geschoss.
Dies ist ein Stück des Kanonenrohres mit den beiden isolierten Metallschienen. Und so sieht ein Versuchsgeschoss aus Glasfaser aus. Durchgehende Metallbürsten leiten den Strom durch das Projektil und versetzen ihm den nötigen elektromagnetischen Stoß. Die Versuchsanlage muss noch 5 Minuten aufladen, um ihre 10.000 Volt Hochspannung zu erreichen. Dann geht alles blitzschnell. Heute wird diese Anlage hier im ISL als die modernste Railgun-Anlage der Welt bezeichnet. Besonders von den Besuchern aus Amerika. Das Versuchsergebnis ist beeindruckend, auch wenn die Schienenkanone erst in 20 Jahren einsatzbereit sein wird. Ein weiches Glasfasergeschoss dringt bis zu 10 cm tief in Panzerstahl ein. Munition mit einem Wolframkern durchschlug 1 Meter dicke Platten. Der einfache Soldat im Feld. Auch er wird in Zukunft mit Hightech ausgestattet sein. Bald tragen 34.000 GIs eine solche Ausrüstung. Doch das ist nur der erste Schritt. 10 years from now, we will be rolling out a next generation Lin Warrior, if you will. In 10 Jahren werden wir den Soldaten der nächsten Generation präsentieren. Er wird mit allem ausgerüstet sein, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren in den verschiedenen Bereichen entwickelt sein wird. Also Waffen, Kommunikation, Schutzmaßnahmen. Der Soldat wird mit allem behängt, was moderne Elektronik bietet. Nachtsicht und digitale Karte sind in einem kleinen Display zusammengefasst und mit dem Lagezentrum verbunden. Zielen kann er durch den Bildschirm auch, um die Ecke genauso wie über den Berg, wo Satelliten und Drohnen den Feind fotografieren. Die Vision geht aber weiter. In gut 20 Jahren soll der Zukunftskrieger eine Kampfmaschine sein, dessen Uniform alles bietet, was die Natur vergessen hat. In seinem Helm sitzen Funk-, Computer- und Satellitennavigation. Sensoren melden, was um ihn herum ist. Freund und Feind, Minen, Ziele und Gefahren. Sein Anzug ist schusssicher und wasserdicht, heizt oder kühlt den Soldaten und verändert seine Tarnfarbe. Wenn unsere Soldaten in der gleichen Umgebung gegen den Feind kämpfen und unsere Jungs tragen diese neue Ausrüstung und sind dadurch fitter, weil sie zum Beispiel nicht überhitzen, so kann das der entscheidende Unterschied im Kampf sein. Das Gesamtsystem wäre heute 1 Zentner schwer und soll später nicht mehr als 10 Kilo wiegen. Den riesigen Energiedurst stillt dann eine deutsche Brennstoffzelle. Den echten Durst, Wasser aus dem Mini-Rucksack. Der Preis pro Mann entspricht einem Einfamilienhaus. Wir haben uns gedacht, lass uns ganz von vorne anfangen. Wie schützen wir den Kopf und so weiter? Wir wollten ein Gesamtkonzept. An dieser Frage arbeiten die Wissenschaftler am Soldier System Center in der Nähe von Boston in den USA. Der Soldat von morgen soll fast unverwundbar sein. Die Hightech-Uniform wird aus Schichten bestehen. Mit dem Elektrospin-Verfahren, einem Patent aus Deutschland, werden hauchdünne Membranen erzeugt, die atmen können, aber chemische und biologische Verseuchung abhalten sollen. Wir können diese Membran ganz unterschiedlich ausstatten. Wir können Medikamente einbauen oder chemische Verbindungen gegen Bakterien oder Gifte. Wir können auch Abwehrstoffe einbauen, die Gase, chemische Substanzen oder Feuchtigkeit von der Membran fernhalten. Die Membran wird mit Sensoren ausgestattet sein, die das Körperklima des Soldaten regeln und sogar den Grad seiner Erschöpfung messen und der Leitstelle melden können. With all these new capabilities,
Wir denken, mit all den neuen Techniken werden die Einsatzmöglichkeiten für den einzelnen Soldaten zunehmen. Vielleicht wird es sogar Missionen geben, bei denen man bislang nie daran gedacht hätte, Soldaten einzusetzen. Und jetzt könnte man. Der Soldat der Zukunft ist für den Einsatz in Großstädten oder in ungeschütztem Gelände besonders ausgerüstet. Mit seinem vernetzten System sieht, hört und riecht er alles, was der Gegner nicht einmal ahnt. Seine Waffe trifft sowohl im gefürchteten Häuserkampf wie auf große Distanzen. Und sein Tarnanzug macht ihn unsichtbar wie ein Chamäleon. Ist hier der erste Sammelpunkt, von dem wir starten. Weitere Sammelpunkte. Auch die deutsche Truppe rüstet sich für die schnellen Missionen der Zukunft. Auf einem Übungsplatz nahe Magdeburg sind elektronische Systeme im Einsatz, die erstmals sicher feststellen können, ob ein Übungsschuss tatsächlich getroffen hat oder nicht. Sensoren melden den Treffer per Funk an die Zentrale, die den Übungskampf überwacht. Von Nordwest nach Südost verlaufen. In der Zentrale laufen die Daten aller Soldaten mit den Informationen der Satellitennavigation zusammen. Der Planungsstab weiß, wer sich wo befindet, wer leicht oder schwer verwundet oder wer gar gefallen ist. Er kann den Nachschub organisieren und den Sanitäter oder die Nachhut entsenden. Alle Teile im Bereich Grenzweg auf dem Marsch nach Süden zwischen Kolbensee. India hier Zentrale, komm hin. Alpha hier Zentrale, VW Artillerie zum Einsatz bereit. Die neuen Hightech-Waffen werden den Krieg verändern. Aber auch in Zukunft wird es bei der gewaltsamen Durchsetzung von Staatsinteressen Opfer unter den Soldaten und der Zivilbevölkerung geben. Und auch in Zukunft wird der Krieg nicht von Waffen oder Maschinen in Gang gesetzt werden, sondern von Politikern, die den Krieg beschließen und durchführen lassen.